Glaub ich nicht, aber okay. Wenn er das glaubt, lassen wir ihn erstmal diesen Gedanken. Angriff. Leute. Ah, da oben. Sorry. Ja, Bruder. Yo, Bro. Auf es. Bin ich froh, dich zu sehen. Ah. Ich hasse so träge Charaktere. Ich glaube, der nächste Schurke wird doch wie ein Akrobat. Sorry. Oder halt mal Super Speed, was ich mir eigentlich schon immer wünsche. Irgendwie nie mache, warum auch immer. Stirb, du armseliges Beispiel eines fühlenden Lebewesens. Doch, Viviona hat's ja. Guckt euch diese Geschwindigkeit an. Da oben nochmal? Ja. Hallo, Leute. Stirb, du armseliges Boom. Beispiel eines fühlenden Lebewesens. Ey, so nicht, Kollege, ja? Die armen Helden heutzutage. Bin schon arm dran. Ihr hättet in euren blöden Einkaufszentren bleiben sollen, Menschen. Dies ist kein Ort für euren dämmerlichen Intellekt. Werden wir echt jetzt auf unsere Einkaufszentren reduziert? Das ist doch nicht lustig. Ah, warte doch kurz. Warte auf mich. Nein, warte halt nicht auf mich. Ist mir auch wurscht. Das schaffst du alleine jetzt, ja? Ultra Remunion Night schaffen wir sowieso nicht alleine. Obwohl, den habe ich schon mal alleine besiegt. Aber da war ich... T, weiß ich was? T3? Da hatte ich nur so Mongos drin in der Gruppe. Ja, wenn man es richtig macht, dann ist ja okay, aber... Wenn man es falsch macht, ey, dauert das Jahrhunderte. Jo, weg damit. Hässliche Kacke. Die Insel ist fast komplett unter Ultra Humanites Kontrolle. Überlade die Teleportersysteme im ganzen Gebiet und halte seine Truppen zurück. Und er will es jetzt unbedingt zu zweit spielen, ja? Wieso auch immer hier. Mein lieber Kollege gerade, meine ich. Oh, nee. Habe ich das jetzt bekommen? Nee, natürlich nicht. Ja, es geht immer in L rein. Ich hasse es. Na, immerhin. Och, kämpft doch nicht da, Kind. Ah. Den Leuten das nicht zu helfen. Technologie-Katana sehen cool aus. Hatte Crazy LP auch mal. Oh, na gut. Ah, das war dumm. Jo, macht's immer gut. Ah, Raptor ist tot. Wo liegt er? Den kriegen die mehr wahrscheinlich. Mit meiner Highspeed-Bewegung. Ein Hemd des Wandermannes. Oh, was kam der denn jetzt nicht her? Hat er sich wieder dagegen entschieden heute? Dann nicht, verpiss dich. Bleib, wo du wohnst. Oh,
hab richtig Lust, das alles alleine zu machen gerade. Wirklich? Nee, hab ich wirklich. Nee, richtig Lust drauf. Juckt die doch alle nicht. Spannung. Mein Mikrodildo ein bisschen runter. Yay! Boom! Aber ich will gar nicht wissen, wie viel ich mit Krise LP gemacht habe bis jetzt. Also wie viel rote Knallfässer. Falls jemand die Frage nicht, die Aussage nicht verstanden hat. Dann nicht. Verpisst euch halt. Niemand kann unseren Sieg verhindern. Hab ich nicht mehr geschafft. Hab ich nicht mehr geschafft? Oh, doch, hab ich geschafft. Man merkt ja gar nicht, dass wir machen. Das ist schön. Das ist doch lustig. Komm her. Du wirst gleich. Das meine ich mit alles alleine machen. Steht hier, was ich meine? So, 8 von 10. Sonst noch jemand, der will? Boah, ey. Neun von 10. Lass dir Zeit, Digga. Ist nicht so schlimm. Das Teil ist so hässlich, die Lava-Geschütze, die regen mich immer so auf. Vor allem am Ende bei Ultra Humanite. Wir haben so hart Schaden. Jetzt zu etwas Spannendem. Stelle die Detonationstimer an jeder Raketenkiste ein. Ich würde mich an deiner Stelle beeilen, denn du hast nur 10 Sekunden, bevor sie explodieren. Vorsicht, ja, ist die Mutter der Porzellankiste. Kindin. Dann können wir uns um Ultra Humanite selbst kümmern. Alles klar. Dann kümmere dich mal. Na, die unten muss ich ja machen, ey. Stimmt. Du wirst gleich ultra human. Wo ist denn der letzte? Hat der nicht, findet der nicht mal ein oder was? Achso, da 10 Sekunden bis zur Detonation. Ich bin mal weg, ja. 5, 4, 3, 2, 1. Du hast vielleicht die anderen besiegt, aber hier ist dein Weg zu Ende. Denn ich besitze die Fäuste des Zorns. Alles klar. Ich weiß zwar nicht, warum er sich auch als Gorilla ausgibt, weil er denkt ja dann, er wird nicht angegriffen, aber was. So. Oh, wow, der war knapp. Hey, moderne Technik noch nicht gesammelt. Hat ja voll vergessen. Die Schuhe? Nee. Oh, jetzt wird's schwierig. Gerade mit ihm hier, der schwer vom Begriff ist. Hallo, Ultra Humanite. Obwohl, er hat davor gewartet. Kein Eindringling wird den Aufstieg meiner Ultra-Gorillas verhindern. Gorillas, besiegt sie, während ich meine Kalkulationen beende. 2 Sekunden.
Wenn meine Ultra-Versorgungstürme aktiv sind, wird mich nichts mehr aufhalten. Da wäre ich mir mal nicht so sicher. Ja, nämlich mich nur nicht gesehen. Aua. Unsere Anzahl wächst. Bald werden wir unbesiegbar sein. Du hast einen IQ von 2, aber erst ab 3. Es heißt immer Hirn über Muskeln. Aber in diesem Fall müssen die Muskeln reichen. Oh, ja. Wachen! Ich brauche eure sofortige Hilfe mit diesen Eindringlingen. Lavaschütze aktiv. Mach die Lavaschütze aus. Mach die Lavaschütze aus. Du weißt ja noch nicht mal, was Pi zum Quadrat ist. Nee, aber ich weiß nicht auswendig, was Pi zum Quadrat ist gerade. Oh, fuck. Bitte? Oder lernt meinen Zorn kennen. Raptor! 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 Lass dir Zeit, ist gut. Nee, juckt ihn nicht. Juckt ihn nicht! Juckt ihn nicht! Kein Eindringling wird den Aufstieg meiner Ultra-Gorillas verhindern. Ich hasse es so sehr. Ich weiß nicht, ob es ein Bug ist oder ob es beende. So dumm. Wenn meine Ultra-Versorgungstürme aktiv sind, wird mich nichts mehr aufhalten. Nee, Boogie, das ist IQ so dumm. So hoch wie die Zimmertemperatur. Den Spruch bringe ich sogar manchmal noch. Oh, ein IQ so hoch wie die Zimmertemperatur. Wow. Aua. Ja, sorry, ich darf da nicht rein, ich weiß. Aua. Ja, ist ja gut. Hab ich gesagt, dass... Ja gut, das hab ich, aber... Los, Gorillas, wo seid ihr? Verarscht mich gerade? Das ist jetzt noch buggiger als früher. Ja, ich drück ja schon was. Ich hol mir mal das Infozeichen hinten, ja? Wenn es keinen stört. Also das Fragezeichen hier. Hallo? Boah, jetzt habe ich das gesammelt und er kriegt das. Das ist natürlich logisch. Was macht der denn da Kluges immer? Yay. Kein Eindringling kann sagen, dass wird nicht den Aufstieg ist. Meiner Ultra-Gorillas verhindern. Gorillas, so besiegt buggy. Sie, während ich meine Kalkulationen beende. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viel von euch das noch spielen. Wenn meine Ultra-Versorgungstürme aktiv sind, aber wird es ist mich so nichts mehr nervig. Aufhalten. Ich werde dir alle Gliedmaßen ausreißen. Okay, zählt da noch nach, wie viel es waren? Meine Äffchen können sowas ja. So, haben wir den, haben wir das, haben wir die, haben wir den. Es heißt immer Hirn über Muskeln, aber in diesem Fall müssen die Muskeln reichen. Wachen!
Ich brauche eure sofortige Hilfe mit diesen Eindringlingen. Aua, aua. Ich werde hier mal kurz rüberfliegen zu dem anderen Lava-Geschütz, wenn es okay ist. Repariert die Geschütze! Ich würde gerne Grotts Gesichtsausdruck sehen, wenn ich dort triumphiere, dann Ah, ich stand nicht in dem Energiefeld. Ich bin so dumm. So... Schlau. Na, er hat endlich die Gruppe verlassen. Endlich. Ist ja schon mal ein Fortschritt. Aber alleine machen wird jetzt schwer. Das hatte ich auch gerade eben schon aufgesammelt und nicht bekommen. Na? Ist immer noch offen, die Instanz, oder? Oh. Ich wollte eigentlich davor stehen. Kein Eindringling wird den Aufstieg meiner Ultra-Gorillas verhindern. Gorillas, besiegt sie, während ich meine Kalkulationen beende. Wenn meine Ultra-Versorgungstürme aktiv sind, wird mich nichts mehr aufhalten. Schön, dass ich mit Sie angesprochen werde in diesem Spiel, ist auch schön. Ich werde dir alle Gliedmaßen ausreißen. Immer sehr amüsant und angenehm. Wenn Grotts mich von dieser Technologie nicht fernhalten konnte, wirst du es niemals. Oh, er hat mir ins Ohr geflüstert. Na, machen wir das alleine heute nicht. Geht ja auch. Habe ich bis jetzt zwar noch nicht gesehen, aber... 1,21 Gigawatt. Oh. Das Zitat mag ich. Aber es heißt 1,21 Gigawatt. Ein IQ so hoch wie jetzt. Das heißt immer Hirn über Muskeln. Aber in diesem Fall müssen die Muskeln reichen. Kann mir jemand erklären, was der andere da hinten macht? Warten? Finde ich gut. Warten ist immer schön. Ist ja auch wichtig bei diesem Spiel. Habt ihr lange nicht gewartet. Ich würde gerne Grotts Gesichtsausdruck sehen, wenn ich dort triumphiere, wo er versagt hat. Also er meint Gorilla Grot, ja. Ja. Hat er versagt. Du hast einen IQ von 2. Hab ich noch nicht gemerkt. Aber wachen! Ich brauche eure sofortige Hilfe mit diesen Eindringlingen! Oh, 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 oh. Nein. Die Geschütze sind beschädigt. Repariert sie. Schnell. Nicht zu machen da. Kein Eindringling wird den Aufstieg meiner Ultra-Gorillas verhindern. Gorillas, besiegt sie, während ich meine Kalkulationen beende. Wenn meine Ultra-Versorgungstürme aktiv sind, wird mich nichts mehr aufhalten. Oh, da haben wir hier einen kleinen Frontkämpfer drin, wie es aussieht. Immer nett zu sehen. Was wird mir eigentlich empfohlen hier bei Anti-Crisio? Ein Rage-DPS oder ein Rage-Frontkämpfer, Tank? Könnt ihr ja mal schreiben. Was ihr da lieber sehen wollt. Was ihr mir vielleicht eher zutraut auch. Wir wollen das Geld bezahlen oder wir werden in Ultra-Gorillas verwandelt. Ultra-Humanite galt als brillanter Wissenschaftler, bis seine Geistübertragungsstudien weltweit verboten wurden. Jetzt lebt er im Körper eines riesigen weißen Gorillas. Werden wir es ihm gleich tun? Oder du weißt ja noch nicht mal, was Pi zum Quadrat ist. Als wenn es hinter mir halt irgendjemand gesagt hat, ey.